Da habe ich keinen ganz einfachen Versuch groß gemacht. Ich führe den Leuten einfach vor, was passiert. Ja, also für dieses High-End-Gerät, also fiel jetzt die Wahl auf die Elkos-Technologie. Das ist ja eigentlich keine überraschende Wahl, denn die ganzen Händler hier wissen natürlich, dass sich diese Technologie seit der Einführung des, eigentlich des Qualia damals, dieses 25.000-Euro-Projektors, ziemlich schnell an die Spitze der bezahlbaren High-End-Geräte, sagen wir mal so, gesetzt hat. Das ist vor allem zurückzuführen auf die geringe Pixelstruktur. Elkos erzeugt halt eben einen analogen Filmlook, der dem Celluloid sehr nahe kommt. Es gibt keine sichtbaren Trennlinien oder kaum sichtbare Trennlinien wie bei LCD-Projektoren. Der hohe native Kontrast, der hat sich in den letzten 2-3 Jahren durch diese Wiregrid-Technologie, das sind diese, da gehe ich nachher nochmal drauf ein, diese Polarisationsfilter weichen sozusagen vor den eigentlichen Elkos-Panels. Durch die immer bessere Vergütung dieser Wiregrids ist eben der native Kontrast in Dimensionen gestiegen, keine andere Technik jetzt momentan erreicht. Also wir bewegen uns ja jetzt schon seit 2-3 Jahren, was Elkos angeht, im fünfstelligen Bereich. Mittlerweile im mittleren fünfstelligen Bereich bis hohen fünfstelligen Bereich. Und das zeichnet sich aus durch einen besonders guten Schwarzwert, aber auch gleichzeitig angemessener Maximalhelligkeit. Es ist also kein hoher Kontrast, der nur mit ein paar hundert Lumen realisiert wird, sondern diese Balance zwischen hell und dunkel ist gut gewichtet. Dann kommt hinzu die 3D-Tauglichkeit durch die schnelle Reaktionszeit. Auch da gehe ich gleich noch genauer darauf ein, durch die schnelle Reaktionszeit von Elkos-Panels, durch die das Licht ja zweimal hindurch muss. Das Licht geht durch das Elkos-Panel, wird reflektiert von der Bodenschicht und wieder geht nochmal durch das LCD, also durch diese Kristallschicht. Dadurch wird die Reaktionszeit sichtbar erhöht und für 3D brauchen wir sehr hohe Reaktionszeiten. Es geht ja darum, zwei Augen müssen abwechselnd mit einem vollkommen getrennten Bild versorgt werden. Und wenn dann dieses sogenannte Übersprechen ist, also wenn das Bild, der alte Bildinhalt noch nicht komplett gelöscht ist, wenn der neue Bildinhalt da ist, dann haben wir diese Ghosting-Effekte. Auch in 2D sieht man das übrigens, da gehe ich auch noch auf einmal schnellen Bewegungen, auch mit Zwischenbildberechnungen. Wenn die Reaktionszeit der Panels nicht schnell genug ist, haben wir diese Nachzieheffekte und diese Bewegungsunschärfe. Das ist ein weiterer Vorteil von Elkos. Und ein praktischer Vorteil ist noch die Staubsicherheit. Durch diese reflektionsbasierende Technik ist eine leichtere Kühlung möglich, und zwar eine einseitige Kühlung. Man sieht das ja auch hier an dem Bild. Die Rückseite von einem Elkos-Panel hat einen passiven Kühlkörper und dieser kann von hinten gekühlt werden. LCDs sind im Lichtweg, die werden ja durchleuchtet wie in dir, die müssen auch gekühlt werden, können aber nur durch Luft gekühlt werden. Das heißt, es muss ein konstanter Luftstrom an dem LCD vorbeigeführt werden. Und bei einem Luftstrom ist es immer die Gefahr des Staubs. Das kann man nie ganz ausschließen, gerade im Wohnraum. In Wohnräumen mit Teppichen und Sofas und so ist die Staubbelastung natürlich relativ hoch. Und das ist ja ein altbekanntes Thema, Staub und LCD-Projektoren ist immer besser geworden. Aber das Restrisiko verbleibt. Bei Elkos-Projektoren, die sind ja jetzt auch schon seit einigen Jahren auf dem Markt und das Staubproblem ist fast nicht existent. Also das liegt einfach daran, dass man den Lichtweg komplett kapseln kann, weil man die LCDs von hinten praktisch von der Rückseite kühlen kann. Das sind die Vorteile von Elkos im Allgemeinen und die Wahl fiel auf SXLD im Speziellen bei Mitsubishi. Das hat auch nochmal Gründe. Unter den Elkos-Panels sind die SXLD-Panels auch noch die reaktionsschnellsten. Die haben eine besonders dünne Kristallschicht und erlauben damit eine extrem hohe Umschaltzeit von nur 2 Millisekunden. Wichtig ist, wie Eckel vorhin schon sagte, das Prinzip SXAD, also ein Elkos, bietet einen hohen Staubschutz, ist leise durch diese große Volumen, die wir mit der
Kiste haben, aber leise waren ja unsere Geräte schon immer, das wissen Sie. Sind sehr aufstellungsflexibel. Jetzt bei dem Gerät haben wir besonders darauf geachtet, einen großen Lens-Shift-Bereich zu kriegen und einen sehr großen Zoom-Bereich. Und wir haben da in dem Gerät auch einen ein- und ausschaltbaren Cinema-Filter drin. Ja, also nochmal zu der Größe des Gerätes. Wir haben es ja hier mit einem 3D-Projektor zu tun. Und wir alle wissen, für 3D kann man gar nicht genügend Licht haben. Weil, da gehe ich gleich drauf ein, eben diese Shutter-Technologie einen signifikanten Lichtverlust rein aus ihrer Technik heraus erforderlich macht. Das heißt, man muss hellere Projektoren bauen mit mehr Lampenleistung, mit größerem Weißpegel. Und dies allein erfordert natürlich einen gewissen Tribut an die Größe eines Gerätes. Mitsubishi, wie der Günther gerade gesagt hat, war ja einer der ersten Hersteller, die wirklich extrem leise Projektoren gemacht haben, der HC5000. Das ist ja nach wie vor eigentlich der leise Standard, HC5000 und seine Nachfolger. Der erste Projektor unter 20 dB und der leise Standard bis heute. Und diesem Anspruch wollte man eben auch weiterhin genügen, auch im Hinblick auf 3D einen leisen Projektor zu erzeugen. Denn die Ansprüche der Kunden, die sinken ja nicht. Die wollen jetzt zwar 3D zusätzlich haben, aber sie wollen natürlich trotzdem keinen Föhn im Nacken haben. Und man kann das nur kompensieren, indem man mit großen Lüftern eine große Luftmenge mit weniger Drehzahl bewegt. Was wir hier sehen, ist vorne die Optik. Hier haben wir es eigentlich mit dem optischen Herzen des Projektors zu tun. Hier befinden sich die drei LCOS-Panels. Und hier hinten ist die Lampe. Das ist also ein sehr geradliniger Lichtweg. Dadurch werden unnötige Spiegel mit all ihren Nachteilen vermieden. Es geht wirklich Lampe, die leuchtet praktisch gerade hindurch, wird dann hier moduliert von den LCOS-Panels gerade hindurch bis zur Optik. Und um diesen Lichtweg herum hat man eben die anderen Komponenten verbaut. Hier haben wir die Signalelektronik, die komplett in diverse Schutzbleche isoliert ist. Hier hinten die Projektionslampe, das habe ich schon erwähnt. Und auf dieser Seite haben wir die Stromversorgung, also die Netzteile des Projektors. Und das Belüftungssystem zeichnet sich eben durch sehr große Lüfter aus und folgt einem Hufeisenformat. Die kalte Luft wird hier angesaugt, kühlt zunächst die Signalelektronik, dann kommt praktisch die Hitzequelle Nummer 1, die Lampe. Da erwärmt sie sich dann schon stärker und letztendlich an den Netzteilen vorbei wird dann ihre restliche Kühlleistung noch verwendet, bis sie das erhitzt, das Gerät verlässt auf der rechten Seite. Da man aber nicht nur eben das Gerät leise machen wollte, sondern auch möglichst staubsicher, die LCOS-Technologie ist an sich schon sehr staubsicher, aber trotzdem ist es natürlich hilfreich, diese riesige Luftmenge nicht auch noch zur Kühlung des Lichtweges zu verwenden. Aus diesem Grund hat der Projektor auf der Unterseite noch einen zweiten Lufteinlass, der auch mit einem relativ groben Luftfilter versehen ist. Es ist also, da das ja ein gekapselter Lichtweg ist, nicht ganz so kritisch wie beim LCD-Projektor. Es müssen also nicht diese super feinen HEPA-Filter sein. Aber nichtsdestotrotz saugt der Lichtweg hier seine eigene Luft, Kühlluft an, von unten. Die wird dann über diesen Kanal in den Lichtweg geleitet, kühlt dort die LCOS-Panels und nur die LCOS-Panels und wird dann erwärmt ebenfalls aus dem Gerät geleitet. Der Vorteil dieses Hufeisenprinzips ist natürlich, dass man den Projektor nah an Rückwände platzieren kann. Aufstellungsmäßig, klar, weil es ein großer Projektor ist, der gewisse Abstände braucht, zählt da jeder Zentimeter, den man gewinnen kann. Die warme Luft wird nach vorne oder zur Seite abgeleitet. Insofern haben wir es mit keinem Hitzestau hier hinten zu tun, wenn das Gerät nah an Rückwänden platziert wird. Der Spielraum, ja, der wurde schon erwähnt, 45% horizontal und 100% vertikal machen den Projektor, was den Lens-Shift angeht, sehr flexibel. Es ist also auch möglich, man sieht es ja allein schon an dieser Anwendung hier, der Projektor ist da sehr, sehr hoch da oben auf dem Gerüst und er projiziert ganz einfach, könnte auch noch deutlich tiefer projizieren, obwohl er ja erst noch nicht mal umgedreht, nicht? Ja. Also man sieht, obwohl der Projektor wie auf dem Tisch steht, hat er keine Probleme mit, wirklich nach unten zu projizieren. Bis vor 2 Jahren haben die Projektoren ja grundsätzlich
ihr eingehendes Signal in derselben Frequenz auf die Panels gegeben. 50 Hertz für PAL, 60 für NTSC und 24 wurde verdoppelt auf 48 oder vielleicht auch vervierfacht auf 96 Hertz. Nee, das kam erst mit 120. Auf 48 wurde dann eigentlich 24 in der Refresh-Rate vom Panel verdoppelt. Um die Bewegungsschärfe aber zu erhöhen, braucht man eine höhere Frequenz, was ja die viel bekannten 120 Hertz Zwischenbildberechnungen machen. Im Fernsehbereich sieht man ja, geht es schon weiter, 200 Hertz, 400 Hertz, da ist natürlich auch so ein Zahlenkampf, so wie mit den Watt bei Lautstärkern. Irgendwann fängt es natürlich auch an, sinnlos zu werden. Auf jeden Fall ist aber der Schritt auf 120 Hertz ein wirklich sinnvoller. Denn was gemacht wird, ist, man sieht das hier in dem Flugzeug, das sind die eigentlichen Aufnahmen. Das erste Bild, das vom DVD-Player oder vom Fernseher oder vom Receiver kommt, zeigt diesen Moment stark und das nächste Bild zeigt diesen Moment. Und mit der Einführung dieser speziellen Prozessoren ist es halt möglich, die fehlenden Bildinformationen und Bewegungsabläufe zu rekonstruieren. Also was so eine Technik im Detail macht, ist, sie speichert eigentlich Bilder zwischen. Sie empfängt ein Bild, zeigt es aber noch nicht, sondern speichert zwischen. Dann empfängt sie das nächste Bild und analysiert die Unterschiede, versucht dort Strukturen zu erkennen. Und je mehr Bilder diese Technologie speichert, desto mehr genauer kann sie eben Zwischenbilder berechnen. Das wiederum hat aber den Nachteil, dass ein gewisser Input-Lag entsteht, weil sie das Bild ja praktisch zurückhält für weitere Analysen, erstmal drei Bilder speichert, weshalb nämlich die Lautsprecher, die Verstärker darauf einstellbar sein sollten. Und ein anderer Nachteil für Filmfreaks ist, dass dieser Filmlook verloren geht. Im Kino haben wir es ja wirklich mit ruckeligen Bildern zu tun, 24 Bilder pro Sekunde und gerade so gleichmäßige horizontale Bewegungen zittern, ist eigentlich eine technische Limitation, die auf uralte Kinotechnik hier zurückzuführen ist, aber viele haben sich da so dran gewöhnt und wollen das auch nicht so ganz aufgeben. Die Zwischenbildberechnung an sich, die Aufgabe des Prozessors ist eben, diese Bilder zu berechnen, ohne Artefakte zu provozieren. Das war ja in der Vergangenheit oft ein Thema bei verschiedenen Modellen, dass eben dann Artefakte entstanden, dass es ruckelt oder dass Zeilen flimmern, wie bei schlechtem De-Interlacing auftaucht und. Der NXP-Prozessor ist da sehr ausgereift, die Artefakte halten sich da wirklich im geringen Maße. Und selbst bei schwierigen Szenen, je schneller und komplexer die Bewegungen sind, desto schwieriger ist das für so einen Prozessor, macht er eine sehr gute Figur. Nun ist die zuverlässige Berechnung der Zwischenbilder nur die halbe Miete, eigentlich was Bewegungsschärfe angeht. Denn diese Bewegungsschärfe kann nur dann auf der Leinwand auch tatsächlich umgesetzt werden, wenn die Panels, also die bilderzeugenden Panels, in diesem Fall die LCOS-Panels, diese Geschwindigkeit überhaupt können. Also man kennt das, 120-Hertz-Technologien sind mittlerweile fast jedem Fernseher verbaut und auch schon in einigen Projektoren. Und man sieht zum Beispiel einen Effekt, den man oft hört, ja, wenn ich damit Sport oder so gucke oder Videomaterial, die Bewegung, die Kameraschwenks werden gar nicht so viel schärfer, trotz Zwischenbildberechnung. Das liegt aber eigentlich nicht an der Zwischenbildberechnung an sich, sondern an der Reaktionszeit der Panels. Denn 120 Bilder pro Sekunde muss ein Panel auch umsetzen können. Man hat ja ein Bild, das wird projiziert und das wird durch das nächste Bild überschrieben. Und dieses Überschreiben muss halt auch wirklich 120 Hertz tauglich sein. Natürlich kann so ein Panel auch mit mehr als 60 Hertz dann angesteuert werden, aber was wir dann haben, ist, dass obwohl er schon das neue Bild darstellt, das alte noch gar nicht komplett gelöscht ist, sozusagen eine Überlagerung beider Bilder stattfindet. Und dadurch hat man diesen Nachzieheffekt. Und deshalb ist manchmal auch mit Zwischenbildberechnung der Schärfegewinn gar nicht so hoch. Das fällt gerade bei Videomaterial, das schon mit 60 oder 50 Hertz Ausgangsmaterial losgeht, ist der Schärfegewinn nicht so hoch, trotz Zwischenbildberechnung, weil die Panels nicht schnell genug sind. Das ist ja auch ein Grund, wieso bislang die LCD-Panels noch kein 3D eingeführt hat. Dieses ist ja ein gewisser Hype ausgelöst worden ist eigentlich eine Technologie von NEC erfunden wurde, die sogenannte Super-Resolution-Technologie, die in einem NEC-Prozessor, in Form eines NEC-Prozessors in den Epson-Projektoren Verwendung fand. Und diese Super-Resolution oder Detailanhebung, wie sie
wie sie bei Mitsubishi nun heißt. Die erhöht die Schärfe, indem sie praktisch pixelbasierend das Gamma anhebt. Das heißt, wenn wir neben einem dunkelgrauen Pixel einen hellergrauen Pixel haben, dann wird der hellergraue der Pixel etwas aufgehellt und der andere etwas abgedunkelt, in einem gewissen Verhältnis, natürlich in einem gewissen Rahmen, um den Kontrast zwischen diesen beiden Pixeln zu erhöhen. Und dadurch wird die Schärfe des Bildes subjektiv erhöht. Rein objektiv bleibt die Schärfe natürlich erhalten. Geht ja auch nicht mehr, wenn wir es mit Full-HD-Material zu tun haben, 1920x1080, das ist schon pixelgenau angesteuert. Aber subjektiv wird die Schärfe erhöht. Das hier sind jetzt zum Beispiel echte Screenshots, das ist nicht hier Photoshop, sondern das haben wir wirklich von der Leinwand abfotografiert. Das ist praktisch dieser Markusplatz von James Bond mit abgeschalteter Detailanhebung. Und die sind drei Stufen dann aktivierbar, eine schwache Stufe, die schon einen sichtbaren Effekt bringt, eine stärkere und dann natürlich auch eine sehr starke, die, man sieht das hier in den Bereichen, wirklich subjektiv scharfer wirkt. Welcher Modus jetzt der passende ist, hängt vom persönlichen Geschmack ab, ob man solche Funktionen überhaupt mag. Und natürlich werden Artefakte, je stärker man diese Option auswählt, auch angehoben. Wenn man also ein Rauschen hat, wird das Rauschen auch stärker sichtbar. Ja. Man sieht das, glaube ich, in der Haut sehr gut. Das hier richtig deutlich. Für SD-Material, also herkömmliches PAL, hat man den HQV-Prozessor eben auch noch belassen. Denn der hat sich bewährt. Klar, kennt man von den anderen Mitsubishi-Projektoren und auch anderen Geräten. Der skaliert sehr hochwertig und er hat vor allen Dingen ein sehr zuverlässiges D-Interlacing, sowohl für Spielfilm als auch Videomaterial. Und da gab es keinen wirklichen Bedarf nachzubessern. Man sollte es aber eben auch nicht diesen Vorteil eben weglegen. Deshalb hat man den HQV weiter drin gelassen und hat eben dann auch mit SD-Material ein hohes Schärfepotenzial. Und es lässt sich natürlich jetzt im HC 9000 zusätzlich mit einer Zwischenbildberechnung kombinieren und mit dieser Detailanhebung. Das heißt, gegenüber einem HC 7000 hat man dann noch zusätzliche Möglichkeiten, jetzt auch für SD-Material. Der HQV-Prozessor hat immer noch eine wesentliche Bedeutung, gerade in Bezug auf Quellenmaterial von Fernsehen. Die Kabelreceiver oder Satreceiver, es wird in unterschiedlichen Auflösungen gesendet, 27p, 1080i, SD. Und da kommt eben genau dieses Ding zum Tragen, weil sehr viele Kunden haben ihren SAT-Receiver auf eine feste Auflösung eingestellt. Und wenn dann entsprechende Materialien kommen, wird hier der Chip versuchen, das auf die richtige Pixelzahl umzurechnen. Wenn jetzt jemand sein Gerät auf 27p eingestellt hat, weil er überwiegend ARD, HD schaut, dann muss der hier wieder tätig werden, weil der muss die 27p auf 1080p umrechnen, weil nur progressiv kann auf der Leinwand dargestellt werden. Also das ist ein wichtiges Teil bei Zuspielung von TV. So, hier haben wir noch abschließend ein relativ komplexes Thema, was die Schärfe angeht. Für Perfektionisten eher interessant. Jetzt aufpassen, wirklich aufpassen. Jetzt geht es ins Eingemachte. Ja. Also manche haben das schon mal beobachtet, wenn man zu denjenigen gehört, die gerne Testbilder schauen. Wenn man wirklich ein Pixel basierende diagonale Linien projiziert, nebeneinander, so wie hier in diesem Beispiel, dann wird man feststellen, dass bei den LCD- oder LCOS-Projektoren oft eine leichte Verfärbung eintritt. Das hat man auch schon öfter in Foren gelesen, dass Leute gesagt haben, ich sehe da so eine Verfärbung bei diesen hochauflösenden Testbildern. Das kann einerseits auf der Konvergenz des Gerätes liegen, wenn die nicht ganz perfekt ist. Es gibt aber auch noch einen technischen Grund dafür. Und zwar liegt das in den LCD-Kristallen selbst begründet. Ich habe das ja eben erklärt, durch Kippen der Kristalle wird eben das Licht moduliert. Und ich habe auch erklärt, dass verschiedene Lichtwellen sich unterschiedlich brechen im Glas. Ein LCD ist ja nichts anderes als zwei Glasschichten mit einer Kristallschicht dazwischen. Und in diesem LCD entstehen halt auch gewisse Brechungseffekte.
und je nach Modulation des Lichtes. Und es ist so, dass Rot und Blau nach rechts unten leicht gestreut werden. Das heißt, wenn man so nur ein Pixel beachten würde, nur einen blauen Pixel, dann würde man sehen, dass da ein leichter Halo um den Pixel ist, im rechten unteren Bereich. Bei Grün sieht das anders aus. Bei Grün ist dieser Halo nicht rechts unten, wenn man jetzt hier mal so eine Linie betrachtet, sondern der ist grundsätzlich links unten an dem Pixel. Und wenn man jetzt eine Linie hat, die eben diagonal ist, dann wird das besonders auffällig. Wenn wir eine Linie von links oben nach rechts unten haben, dann liegen diese Halos praktisch in Laufrichtung der Linie und sind deshalb unsichtbar, weil die in den nächsten Pixel, der da drunter liegt, der ja auch aktiviert ist, reinstreuen. Aber die Halos, die eben zur Seite weggehen, in diesem Fall grün, die sind dann sichtbar fürs Auge und deshalb hat man eine leichte Grünfärbung solcher Linien. Und bei Linien, die von rechts oben nach links unten gehen, ist es klar umgekehrt, da liegt das Streulicht von grün in Richtung der Linie, ist deshalb unsichtbar. Und die Halos von blau und rot addieren sich zu Magenta und es entstehen Magenta-Farbsäulen. Um das zu vermindern, hat man einfach einen guten Trick verwendet. Man sieht, das ist praktisch der Halo ist rechts und unten und der ist unten und links. Das ist praktisch eine Drehung um 90 Grad. Nicht? Das ist, wenn man hier eins dieser Pixel drehen würde um 90 Grad, hätte man den. Also was hat man gemacht? Man hat ein zweites SXDE-Panel genommen und dort die Kristalle einfach um 90 Grad versetzt gegen den Uhrzeigersinn. Nicht? Das ist, wenn man das hier um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn dreht, den Pixel, dann hätte man denselben Pixel wie hier. Und so ist das auch mit der Kristallausrichtung. Die sind um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Dieses Panel setzt man dann für grün ein und schon hat man die Halos, die entstehen, deckungsgleich. Das heißt, alle Halos ergeben wieder grau und bei so einer Linie hätte man dann überhaupt keinen Farbsaum und bei dieser Linie hier zum Beispiel hätte man dann einen grauen Farbsaum, der aber nicht auffällt, weil eben alle Farben überlagert sind. Der hat keine Farbe mehr in dem Sinne. Der ist zwar immer noch vorhanden, aber gerade im Grün auch noch nach deckungsgleich. Jetzt haben wir wieder neutrales Grau. Und das kommt der Schärfe nochmal zugute. Das heißt, um Helligkeit im Bild zu transportieren, brauchen wir diese Spektralanteile. Das hat man bei der Konstruktion dieses Projektors berücksichtigt und hat einen Kompromiss gewählt zwischen Farbgenauigkeit und Helligkeit. Und dieser Kompromiss zeigt sich in diesem Farbraum. Das ist praktisch der native Farbraum des Projektors für 3D. Den kann man auch für 2D verwenden, wenn man besonders große Leinwände ausleuchten möchte. Und er zeigt, dass eben blau und rot sehr nah bei ihren Sollwerten sind und grün leicht ins Gelbe verschoben ist. Das ist eigentlich ein klassischer Farbraum, den man von LCD-Projektoren kennt, frühere Generationen. Oder auch von DLP-Projektoren, die teilweise sogar viel gelberes Grün noch haben. Das ist also ein guter Kompromiss, dass die Farbgenauigkeit noch gegeben ist, aber eben die maximale Helligkeit ermöglicht wird. Hinzugeschaltet werden kann ein Cinema-Filter. Dieser Cinema-Filter filtert die Gelbanteile aus dem Lichtweg und bereinigt sozusagen das Grün. Und dadurch haben wir dann das Grünpotenzial näher zur Videonorm getrimmt. Dies alles geht einher mit einem Color-Management, noch für nachträgliche Korrekturmöglichkeiten. Und interessant ist die Lösung des Cinema-Filters auch. Also wir kennen das, Cinema-Filter gibt es in diversen Projektoren, da kann man eigentlich mittlerweile fast jede Marke aufziehen. Die Sanyos, die Panasonics, die Epsons, alle haben sie Cinema-Filter drin. Und sie haben eigentlich alle einen Nachteil gemeint. Die machen zwar wirklich einen großen Farbraum mit sehr reinen Farben, aber sie kosten extrem viel Licht generell. Die werden wie so ein Dia, das sind meistens so rosa Filter, die werden wie ein Dia vor die Lampe geschoben und kosten tatsächlich 70% Licht, weil zentral vor der Lampe eben diese Spektralanteile, die Gelbspektralanteile hinausgefiltert werden. Beim HC9000 ist man einen anderen Ansatz gegangen und hat eben nicht hier vor der Lampe einen zentralen Filter gesetzt, sondern man hat gesagt, ja gut, unser Rot und unser Blau ist eh bei den Sollwerten, wir wollen das Grün, das für die Helligkeit ist, wollen wir eigentlich nur gezielt modulieren. Deshalb machen wir einen Cinema-Filter, der nur
vor dem grünen, im grünen Lichtkanal steckt. Das heißt, wenn man den Cinema-Filter aktiviert, bleibt der Rotkanal und der Blaukanal, die bleiben absolut unberührt. Und lediglich im grünen Bereich erfolgt diese Korrektur. Und wenn man nur einen Filter gezielt für eine Farbe entwickeln kann, dann kann man den auch optimieren. Wenn man einen Filter für alle drei Farben gleichzeitig macht und ihn hier platziert, dann kann man den nicht für alle drei Spektralfarben perfekt machen. Deshalb ergibt sich dieser 70-prozentige Lichtverlust. Wenn man den gezielt nur in dem Grünkanal platziert, hat man auch weniger Lichtverlust. Wir haben jetzt, ich kann da noch keine ganz verlässlichen Werte, aber der Lichtverlust bei dem, der liegt bei 15% vielleicht. Durch diese Geschichte. 15-20%. Das ist eben, diese 20% sind für 3D wichtig. Bei 2D sind sie nicht so wichtig, die kann man dann ruhig opfern, um eben den Farbraum zu erweitern. Das können wir nachher auch mal vorführen. Man hört das mit einem lauten Klack, Cinema Filter ein und aus und man merkt auch, dass das Bild nicht wirklich viel dunkler wird. Den Bild bei PC-Ansteuerung weniger aussagefähig, ja. Aber die Wirkungsweise ist sichtbar. Er verändert natürlich auch ein bisschen die Farbtemperatur, das heißt, man müsste eigentlich zwei Modi kalibrieren, um das wirklich genau zu vergleichen. Ja, das bringt uns halt zum Thema hohe Lichtleistung. Mich hat eben schon ein Händler darauf angesprochen und gesagt, ja, welches Projekt ist jetzt eigentlich der hellste? Der Mitsubishi ist mit 1000 Lumen angegeben, andere sind mit 1300 Lumen angegeben. Das ist ja die alte Geschichte mit diesen Werksangaben. Wenn ein Projektor in seinen technischen Daten 1000 Lumen hat oder 1500 oder 2000 Lumen hat, dann gibt es aller Wahrscheinlichkeit nach auch einen Modus, in dem er die erreicht. Die Frage ist eben, wie sieht das bei den anderen Kriterien des Bildes aus? Erreicht er diese 1500 Lumen mit einem mit richtigen Farben, mit dem vollen Kontrast und in welchem Lampenmodus? Und wir wissen alle, dass diese Werksangaben meistens erreicht werden mit viel zu grünem Licht, weil diese UHP-Lampen zu wenig Rotanteil haben, mit der Blende, wenn es eine Blende gibt, voll aufgerissen, was wieder weniger Kontrast bedeutet, und der Zoom maximiert, so nah wie möglich, also praktisch der Projektor an der Leinwand. Dann können so mit Hängen und Würgen diese Werksangaben gereicht werden. Das ist die Werksangabe. Und die Nettowerte, die unterscheiden sich eben signifikant, zum Beispiel durch die Farbkalibrierung. Das ist nicht selten, dass ein Projektor durch die Farbkalibrierung schon mal 30-40% Licht verliert, weil eben der Grün- und der Blaupegel, ich habe es eben erklärt, Grün ist besonders für die Helligkeit. Wenn man da Grün stark runterziehen muss, verliert man das bei der Kalibrierung die Helligkeit. Wenn der Projektor dann auch noch weiter weg steht, dann macht der Zoom-Faktor einen Einfluss auf die Helligkeit, können wir nochmal 10-20% je nach Zoom abschreiben. Und wenn die Lampe dann noch im Eco-Modus ist, dann haben wir nochmal 20% weniger. Und dann bleiben von 1500 Lumen ganz schnell mal nur 500 Lumen. Wenn man noch einen Cinema-Filter einen Lichtweg schaltet, dann sind wir bei 300 Lumen. Und das trotz dieser Angabe, dieser Werksangabe. Und interessant war das bei diesem Projektor, als wir so angefangen haben, da diese Messung zu machen. Wir haben gemessen, wir haben alle die Projektoren, da waren auch jetzt schon drei Seriengeräte dazwischen, die hatten alle über 1000 Lumen brutto. Also mehr als eigentlich die Werksangabe war. Und der Lichtweg war sehr optimiert, das heißt die Abweichung von dieser D65, diese 6500 Kelvin Videonorm, die betrug nur so um die 20%. Wenn man jetzt also High Brightness aktiviert, diese hellste Farbtemperatur, wo die maximale Lichtleistung ist, hatte man über 1000 Lumen und das war gar nicht mal so weit weg von der Videonorm. Daraus ergab sich, wenn man den Projektor kalibriert, also praktisch die Farben herunterzieht, hat man einen Lichtverlust gehabt von ungefähr nur 15-20%. Und so kam man nach der Kalibrierung tatsächlich auf 900-1000 Lumen netto. Also netto, die Werksangabe ist tatsächlich die Angabe, die sich auf richtige Farben bezieht. Wir haben also in diesem Projektor eindeutig mehr netto vom Brutto, und zwar ohne leere Versprechung, sondern auch in der Realität kann man das fühlen. Interessant noch, der Cinema-Filter kostet ebenfalls wenig Licht, korrigiert teilweise ein bisschen die Farbtemperatur. Wir kamen selbst mit dem Cinema-Filter eingemessen auf ungefähr 900 Lumen. Und selbst mit Cinema-Filter ist dieser Projektor also hell. Also man sieht hier eine Relation zwischen Werksangabe und
auch realistischen Anwendungen. Man hat nicht nur 1000 Lumen angegeben und davon muss man jetzt abziehen, sondern diese 1000 Lumen, die hat man tatsächlich bei gutem Bild. Und das muss man berücksichtigen, wenn man das Gerät mit anderen Geräten vergleicht. Denn bei anderen Geräten muss man abziehen, Kalibrierung, Iris-Modus, Zoom und so weiter. Da sind wir nämlich beim nächsten Thema. Wir haben keinen Verlust messen können durch den Zoom. Das war eigentlich der erste Projektor, den haben wir ganz nah an die Leinwand bei vollem Zoom und wir messen denselben Kontrast wie ganz weit weg von der Leinwand. Normalerweise gibt es da riesige Unterschiede und wie schon erwähnt, und riesige Lichtunterschiede. Das heißt, die Werksangaben für Helligkeit werden immer nur erreicht, wenn er ganz nah an der Leinwand ist, aber die für den Kontrast immer nur, wenn er ganz weg ist. Dadurch ist er auch immer viel dunkler. Und das fällt bei dem Mitsubishi-Projektor weg. Das heißt, wir haben nativ gemessen um die 20.000 zu 1. Das ist ein hoher Wert, weil es nämlich tatsächlich einen Nettowert darstellt. Wenn wir jetzt einen Projektor heranziehen, der 50.000 Kontrast hat, dann bezieht sich das auf die falsche Farbtemperatur und auf die Iris geschlossen. Und so muss man reduzieren. Und wenn man das in Beziehung setzt, merkt man, dass die Netto bei richtiger Farbe und je nach Aufstellung und bei der Lichtleistung vor allen Dingen, also bei den, in Kombination mit den 900 bis 1000 Lumen, das ein durchaus konkurrenzfähiger Wert ist. Der kann dann wunschweit. Dieser Wert reicht vollkommen aus für eine plastische Projektion. Das hat man eben gesehen. Da war keine adaptive Blende aktiviert. Man kann eine adaptive Blende aktivieren, um auf diese 150.000 zu 1 zu kommen. Das ist aber nicht wirklich notwendig bei dem Gerät. Das ist die Philosophie, die hinter dem HC9000 steckt. Es liegt eigentlich auf dem nativen Kontrast. Und was eben auch noch sehr erzeugt wird, dieser hohe native Kontrast, übrigens durch sogenannte Optical Compensator, die, wer eben genau hingeguckt hat, der hat sich vielleicht schon gewundert, was eben diese grauen Balken hier noch sind. Das sind nochmal extra Streulichtfilter. Die sind nochmal, ich habe vorhin erklärt, das Licht wird polarisiert, hier eventuell umpolarisiert und gerät dann entweder zurück in den Lichtweg oder auf die Leinwand, eben auf weiß oder schwarz. Gewisse Ungenauigkeiten gibt es immer noch in dieser Polarisierung. Und Streulicht, also schlecht polarisiertes Licht, wird praktisch hier nochmal durch spezielle Gläser herausgefiltert. Querschläger sozusagen. Und dadurch wird der native Kontrast nochmal gesteigert. Und vor allen Dingen der Schwarzwert profitiert davon und der Inbildkontrast. Der Inbildkontrast wird weiter gefördert durch die hochvergütete Optik. Und wir haben jetzt schon bei mehreren Geräten einen ANSI-Kontrast von 480 zu 1 gemessen. 480 zu 1 ist wirklich Elkos-Referenz. Es gibt derzeit keinen anderen Elkos-Beamer, wir haben die alle durchgemessen, der so einen hohen ANSI-Kontrast hat. Den gibt es nicht. Das ist gerade, natürlich ist das mehr für optimierte Räume vom Vorteil. Hier verlieren wir auch schon durch die weiße Decke natürlich ANSI-Kontrast. Aber gerade für High-End-User, die einen eigenen Heimkinoraum haben und sich darüber bewusst sind, dunkle Wände zu nehmen, um diesen ANSI-Kontrast zu halten, ist das ein deutliches Argument. Gerade in Kombination mit dieser hohen Lichtleistung. 1000 Lumen mit einem ANSI-Kontrast von 480 zu 1 ist wirklich plastisch in einem schwarzen Raum. Und der Hauptgrund für diesen hohen ANSI-Kontrast liegen eben in diesen Optical Compensator und in diesen optischen Vergütungen der Gläser. Denn wie ich schon erklärt habe, wenn hier viel Brechung und Streuung entsteht, dann wird natürlich Streulicht durch helle, wenn man helle und dunkle Objekte gleichzeitig im Bild hat, dann wird durch Streuung in der Optik strahlen die hellen in die dunklen hinein und es ergibt sich so eine Art Schleier. Das ist ja immer das Hauptproblem gewesen, immer von der LCD-Technik im Vergleich zur DLP-Technik. DLP-Projektoren haben fast immer einen ANSI-Kontrast von 500 zu 1 gehabt, schon seit Jahren, und die LCD-Projektoren immer so um die 250 zu 1. Und die Elkos-Projektoren, die liegen immer zwischen 300 und 400 zu 1. Auch so 300, 350 ist ein guter Mittelwert für Elkos. Und der HC9000 erreicht tatsächlich die 480 zu 1. Ähnlich hat man es ja übrigens geschafft beim HC4000, dem DLP-Projektor von Mitsubishi, den ANSI-Kontrast, weil DLP von sich aus einen höheren ANSI-Kontrast kann. Da hat man eben auch eine hochwertige Optik eingebaut, eine höherwertige, und kommt ja bei dem Gerät dann auf 700 zu 1 ANSI-Kontrast. Also mit DLP kann man immer noch mehr erreichen, wenn man eben an der Optik nicht spart. Ja, dann hat man eben entscheidend, wir haben es vorhin schon mal gezeigt, fluorophil Kontrast hilft einem nur, wenn man eben auch den Projektor entsprechend kalibriert, wenn man das Verhältnis der ganzen Graustufenreaktionen zueinander setzt.
und sich an die Videonorm hält in gewissen Spielräumen. Und der Mitsubishi-Projektor hat jetzt ein neues Gamma-Management. Die alten Gamma-Managements von Mitsubishi-Projektoren waren immer sehr rudimentär. Die hatten 3 Stufen, dunkel, mittel, hell, womit man ein bisschen was korrigieren konnte. Hier kann man jetzt in sehr kleinen Stufen die durchzeichnen. Zum Beispiel das Hauptproblem, das man ja hat, ist, dass das Bild irgendwie absäuft in dunklen Bereichen. Da gibt es ja auch diese bestimmten Szenen dabei, bei Casino Royale mit den Anzügen, dass man dann auch die Anzüge und die Nadelstreifen sieht. Das ist eine Gamma-Geschichte. Die sieht man dann nicht, wenn hier diese Stufen zu dunkel sind. Man kann hier gezielt diese dunklen Bereiche dann anheben, um diese Durchzeichnung zu erhöhen, ohne den Rest der Gamma-Kurve zu manipulieren. Manche Projektoren machen das per externer Software. Da muss man aber immer ein Notebook anschließen und diese Gamma-Kurven hochladen. Ich finde, diese Lösung ist vielleicht, sieht ein bisschen kompliziert auf den ersten Blick aus, ist aber eigentlich die praktischere Lösung, wenn man eben nicht da noch mit 1000 anderen Geräten rumhantieren will. Und ein guter Vorteil ist, dass hier auch gleichzeitig angezeigt wird. Also das hier ist praktisch eine Echtzeitanzeige der Graustufen. Und wenn man hier dran dreht, kann man direkt hier das Ergebnis dann sehen. Und es ist auch noch für jede Farbe getrennt regelbar. Also absolute Fanatiker können dann hier auch eine perfekte Farbtemperatur auch in dunklen Bereichen kalibrieren, weil sie diese Gamma-Korrektur für Rot, Grün und Blau getrennt vornehmen können. Für Weiß kann man es auch allerlei gemeinsam, aber auch nochmal getrennt für Rot, Grün und Blau. Und damit kann man eben die Farbtemperatur genau auf Videonorm kalibrieren und die Gamma-Kurve auf Videonorm und die Durchzeichnung perfektionieren. Und das kommt eben einem kontraststarken Bild sehr zugute. Thank you.